Habe ich wieder dieses blöde Messer? Ja, die Lootchest ist da. Ach, lange darauf gewartet. Wir haben diesmal 1,8 Kilo im Paket. Normalerweise handelt es sich bei der Lootchest eigentlich immer um zwischen 800 Gramm und 1,1 Kilo. Sind wir mal ein bisschen gespannt. Ich drehe die diesmal, damit wir nicht ewig diese blöde Pappe im Hintergrund haben. Und wir sind oh, jetzt bin ich aber gespannt. Und auf die Nummer. Juhu. Oh, da grinst mich schon mal an. Da gucken wir mal direkt hier. Ah, ja. University of Wakanda. Jetzt sagt mir jetzt gar nichts. Ah, ich muss ja was hier schon raus hier. Wo ist denn jetzt hier die? Ja, ach, hier unten. Na, normalerweise ist die ja immer oben. Aber das, boah Gott. Da kommt gleich der Chemieduft raus. Gucken wir nochmal direkt, was wir hier für einen schönen Aufzug haben. Diesmal ist die Lootchest ziemlich vollgepackt und auch ziemlich schwer. Ich sehe auch schon noch anderes Zeug. Aber eins nach dem anderen. Okay. Wakanda. Black Panther kommt jetzt ins Kino. Dazu gehört, musste ich jetzt kurz nachdenken, hab den Film noch nicht gesehen. Aber cooles Logo, wieder einfach gehalten. Warum nicht, wie immer. Ne, wie man es kennt. So, gehen wir mal direkt weiter, damit wir hier nicht so lange durch die Gegend stolpern. Haben wir hier noch was Großes. Das legen wir erstmal zur Seite. Oh, das sieht schon mal geil aus. Oh, wir haben einen Lutscher. Ein Galaxy Pop. Und mir wurde das versprochen, es sieht so aus. Naja. Deswegen habe ich das Messer hier liegen. Beziehungsweise habe es mir extra noch parat gelegt. Damit wir eben das Problem nicht haben. Ne? So, schauen wir mal. Ja, Alien-Köpfchen. So geschmackstechnisch. Also Leute, die mich kennen, wissen, ich hasse Kirschgeschmack und es ist Kirsche. Na gut, dann gucken wir mal hier. Oh, eine Dr. Who Müsli-Schale. Müsli-Schalen kann man nie genug haben, auch keine Gläser. Müssen wir mal nicht jetzt ansehen hier. Upa. So, dann haben wir da. Warp, warp. Ja, unsere mehr oder weniger Teleportationsbox. Mehr kann ich zu Dr. Who nicht sagen. Ja, eine Müsli-Schale halt. Ja, doch, schön. Also, okay. Das haben wir schnell abgefrühstückt heute, ich sehe das schon. Ja, dann schauen wir ja zu hier. Man weiß ja nie, wer es noch gebrauchen kann. Ne? Ich verteile auch gerne mal was. Dann haben wir hier eine schöne Energy Drink Cola. Raubtierbrause. Ein bisschen mehr Licht drauf, ne? Oh, eiskalte Suppe. Boah, klasse. Boah, i. Riecht schon so. Energy Drink mit Cola. Ja, es ist Energy Drink mit Cola. Oh, was habe ich? Oha. Oha. Wir hatten ja schon mal so ein Game of Thrones, wo ich das gerade sehe. Wir hatten schon mal so ein Game of Thrones. Boah, ist das ekelhaft, das Zeug. Wir hatten ja schon mal so ein Game of Thrones. Wie heißt der Quatsch denn noch? Notizbuch. Jetzt haben wir hier das Game of Thrones, das offizielle Kochbuch. Lutschist Official. Wen das wohl rausgehen könnte, ja? From the Sands of Dawn. Naja, könnte noch jemand rausgehen. Ja, das schauen wir mal nach. Dann haben wir noch, das ist gar nicht so viel, doch. Dann haben wir hier noch Aufkleber. Rick and Morty kennt man eigentlich, ne? Haben wir auch schon ziemlich Parodien über die Simpsons etc. gemacht. Okay, dann haben wir hier noch mal was. 20 Euro Rabatt auf Raubtierbrause Cola. So, ohne Witz, bald das Zeug. Ich mag das generell nicht, das liegt aber dann eher an mir. Dann haben wir hier noch unser Heftchen. Und ja, gucken wir mal, was jetzt das Plus war, weil ich ja Plus habe. Das Plus ist das Game of Thrones Kochbuch. Ah, ja, das hat einen Marktwert von ja, 10 Euro, okay. Aber, ach, wisst ihr was? Bei 10 Euro, da gucken wir aber auch mal direkt rein, weil das ist eher was, was wahrscheinlich meine Schwester oder sonst wer sammeln könnte. Oder wer drauf steht, kann sich's gerne bei mir abholen. Das ist kein Problem. Aber sehen da mal direkt rein. Man sieht ja, dass es unbenutzt ist. Mehr oder weniger. Gucken mal. Oh, wunderschöner Einband. Gefällt mir schon ziemlich gut. Das ist schon, ja, ne? Was haben wir denn hier? Feuriger Linsen.
Ich wollte einmal. Boah, der Buch stinkt auch so. Aber sehr schön, sehr, sehr schön. Zitronen-Eisuppe. Aha, das erinnert mich jetzt nicht an Game of Thrones. Ja, das hat die Kichererbsen liefern. Noch nie gemacht in der Richtung. Ja, haben hier verschiedene Kochrezepte drin. Auch sehr schön dargestellt. Ach, guck mal, da haben wir ja noch Juden Starkwein etc. Ach, guck mal, das ist so, das ist gar nicht so schlecht. Das vielleicht, ach, vielleicht behalte ich das auch. Mach mir da mal was von. Oh, guck dir das an, du. Yam, yam, yam. Gut, aber wir haben jetzt nur noch einen Teil, wonach wir gucken müssten. Ach, ich nehme mal was von der Juden Raubtierbrause. Ach Gott, ist das ekelig. Hier haben wir eine. Boah, ist ein Bruder. Oh, ist viel zu früh mit dem Dreck. Da haben wir eine wunderschöne Assassin's Creed Fließdecke. Die machen wir direkt auf, die behalte ich. Also, ich bin verschluckt an dem Dreck. Die machen wir auf, die behalte ich. Die sind nicht ganz voll pornomäßig, oder? Also, ich muss sagen, dass ich im Gegensatz zu sonst, also jetzt gerade, ziemlich, ziemlich, ziemlich zufrieden bin mit der Lootchest. Also, im Gegensatz zu zwischendurch, jetzt mal in letzter Zeit. War da oft genug, boah, die stinkt auch so. War da oft genug was bei, wo ich echt sagen musste, oha, da müssen wir, glaube ich, mal eben hier den Kameraplatz wechseln, das passt so gar nicht. So, wir haben das Ding nochmal ausgebreitet, inklusive dem Netzteil meines Notebooks. Im Großen und Ganzen kann man da sagen, ist man da, muss ich sagen, bin ich, aua, habe ich mit Finger geklemmt. Bin ich ziemlich zufrieden. Ne? Wir haben also wirklich das Kochbuch, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich wirklich sagen muss, finde ich geil. Sehr schön, Aufkleber. Na gut, die gehören dazu. Ne? Das Getränk, also es ist eklig. Aber ja, wie gesagt, nicht mein Geschmack. Haben noch unser Black Panther T-Shirt, was jetzt erstmal direkt in die Wäsche geht. Und was hier noch ausgeht, haben noch unser Heft. Da könnten wir auch noch mal reinsehen, was wir denn da so. Ne? Ich will ja Zitterfinger hier von dem Dreckzeug. So, haben wir das T-Shirt hier. Kostet 15 Eier, die Fließdecke 17,95. Wundert mich ehrlich gesagt gar nicht. Unsere schöne Müsli-Schale, die 12,95 kostet. Also die behalte ich wahrscheinlich. Oder, ja, wie gesagt, je nachdem, wer es gebrauchen kann. Kennt ja genug Leute. Boah, das Zeug, ne? Ich dachte, ich muss kotzen. Und natürlich unser wunderschönes Kochbuch, sowie ein widerlichen Kirschlutscher. Ich hasse Kirschlutscher, das ist alles. Im Großen und Ganzen, das war die Lootchest für den Februar. Was ich euch empfehlen kann, kauft euch den Scheiß einfach mal selber. Ihr könnt ja auch einfach mal eine einzelne Box oder 3 Monate oder 6 Monate nehmen. Je nachdem entscheiden sich auch die Preise. In diesem Sinne, ich bin wieder raus und habe noch eine Menge vor. Ja,